Noahs Söhne hatten viele Kinder und die hatten wieder viele Kinder und so weiter. Die Menschen lebten im ganzen Land und lernten den Boden zu bestellen, Vieh zu züchten und große Städte zu bauen. Weil sie alle von derselben Familie abstammten, sprachen alle auch dieselbe Sprache. Auch wenn jemand von weit, weit herkam, konnten sie ihn alle verstehen. Einige Leute sagten: Lasst uns die größte und schönste Stadt der Welt bauen. Dann sind wir berühmt und müssen nicht mehr umherziehen, sondern haben endlich eine Heimat. Sie waren kluge Bauleute. Statt Steine zu verwenden, machten sie Ziegel und strichen Teer statt Mörtel dazwischen. Ihre Mauern waren ganz besonders hoch und fest. Das machte die Leute sehr eingebildet. Sie hatten keine Lust, Gott für diese Dinge, die sie zum Bau verwendet hatten, zu danken. Wir sind so klug, sagten sie. Wir können einen großen Zaun bauen, sagten die einen. Wir müssen enger zusammenrücken, alle an einer Stelle. Dann könnten wir uns gegenseitig schützen, schlugen andere vor. Plötzlich sind sich alle einig. Wir wollen nicht länger in Zelten wohnen. Können wir uns etwas Festes bauen, dann fühlen wir uns noch sicherer. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht von Zelt zu Zelt. Eine große Stadt soll entstehen und mitten in der Stadt ein großer Turm. Mitten in die Stadt bauten sie einen riesigen Turm. Die Leute dachten, sie seien so gute Architekten, dass sie diesen Turm so hoch bauen könnten, bis er in den Himmel reichte. So etwas gibt es noch nicht mal auf der ganzen Erde, sagten sie. Überall und zu allen Zeiten wird man von uns erzählen. Mit unserer Stadt und dem Turm machen wir uns einen großen Namen für alle Zeiten. Den Namen Gottes nehmen sie kaum noch in den Mund. Den hatten sie in ihrer Begeisterung ganz und gar vergessen. Gespannt verfolgte Gott, was die Menschen dort im Tal tun. Der Turm ist inzwischen höher und höher geworden. Doch je höher er wächst, desto schlechter verstehen die Menschen. Sie streiten jetzt oft einander. Als Gott sah, was die Menschen da trieben, wusste er, dass er sie aufhalten musste. Sonst würden sie sich bald selbst für Götter halten. Da verwirrte er ihre Sprache. Sie sprachen nicht mehr eine Sprache, sondern viele. Wenn der eine guten Tag sagte, wusste der andere nicht, was er gesagt hatte. Er dachte zum Beispiel, der andere hätte gesagt, kann ich mir ein Werkzeug ausleihen? Auf diese Weise konnte man keinen Turm bauen. Gott sieht sich dieses Treiben eine Weile an. Er wird traurig. Und so geschieht es, nach und nach verlassen die Menschen das Tal und suchen sich einen neuen Platz zum Leben. So blieb die Stadt für immer unfertig und sie erhielt den Namen Babel. Das heißt verwirrt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte. Und Gott verscheuchte die Menschen über die ganze Erde. Nun konnte keiner großartige Pläne mehr schmieden
und allzu eingebildet werden. Seither tragen die Stadt und der Turm einen Spottnamen. Überall, wo die Geschichte erzählt wird, ist daher von Babel die Rede. Das bedeutet Wirrwarr und Unordnung.